Eine ganz andere Welt ist die von Michael Gadenazzi. Er hat einen Job, den es heute fast nicht mehr gibt. Aktuell kümmert er sich um 600 Schafe. Wir haben ihn auf der Winterweide im luzernischen Mittelland besucht. Der Arbeitstag von Michael Gadenazzi hat bereits in den frühen Morgenstunden begonnen. Ich stehe um 6 Uhr auf, schalte meinen Ofen einschalte im Auto, nehme einen Tee, gehe 5-10 Minuten ins Nest, dann gehe zu den Schafen und nehme ich für mein Zaunmaterial weg, Esel packen und nachher gehen wir auf die Grassuche mit den Schafen. Mehr, das heisst meine 3 Hunde, meine 3 Esel und meine 600 Schafe. Schäfer sein, das ist der Kindheitstraum von Michael. Bei uns ist immer ein Hirt vorbeigekommen mit den Tieren im Sommer im Berg. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und da war ich ein kleiner Bub. Und irgendwie hat es einem angezogen und hat man das selber ausprobiert eigentlich, ja. 12 Winter in Folge ist Michael nun schon mit seinen Schafen im luzernischen Mittelland unterwegs. Mir hat es besonders gut gefallen, in der freien Natur zu sein, mit den Tieren zu sein, mit meinen Schafen und mit meinen Hunden. Natürlich Bekanntschaften der Leute. Das genieße ich sehr, oder? Schafe sind alle gleich. Klar hat man ein Lieblingsschaf. Das ist gerade nebenan. Das ist das Lineli oder der Erwin. Aber das ist ein ganz spezielles Schaf. Das ist eigentlich mit der Flasche aufgezogen, der Erwin auch. Aber sie ist immer da, wo ich bin, ist sie immer. Oder? Während dieser Zeit sind auch Freundschaften entstanden. Es verging kein Tag ohne Besuch von Leuten aus der Umgebung. Da kommen viele Leute um mich herum und das genieße ich auch sehr. Ich habe viele Bekanntschaften gemacht durch den Winter. Und die begleiten mich auch immer, wie Mittagessen. Mittlerweile komme ich zum Mittag immer rüber. Das ist ein Sechser im Lotto. Und das ist ganz genial. Michaels Schafe sind von verschiedenen Bauern aus der Region. Die Tiere sind für die Lammfleischproduktion bestimmt. Bella! Passa via! Passa via! Er ist verheiratet. Zu Beginn haben seine Frau und er die Winterweide zusammengeführt. Doch mit den Kindern war das nicht mehr möglich. Daher ist Michael jährlich rund 5 Monate von seiner Familie getrennt. Ja, ganz früher, als ich fort und Kind klein war, war ja schon schwierig, oder? Zum Fortgehen. Nein, ich hatte die Kinder nicht aufwachsen von dem her, oder? Und ist auch ein bisschen schade. Aber es ist mein Beruf dazu und Die wachsamen Augen von Michael schweifen stets über die weidenden Schafe. Alles wird registriert. Dabei helfen ihm auch seine 3 Hunde, Stella, Grillo und Zorro. Natürlich, wenn ein Tier krank wird, dann rufe ich demjenigen Bauer an und sage, du musst es holen. Das ist eine Belastung für mich, das gar nicht. Und meine Leute sind da im Umkreis von 10 bis 20 Minuten weg. Ich habe hier ein Lamm von dir, das mir nicht so gefällt. Kannst du das holen? Ja, das ist tipptopp. Ciao, merci. Ich meine, was ich hier erlebe, das ist Natur pur. Bekanntschaft, das hat jemand erschaffen, denke ich. Das ist mein Glaube an Gott. Und, ich mache eine biblische Arbeit, sage ich jetzt eigentlich. Oder?
In diesem selbst umgebauten Bus wohnt Michael während der Winterweide. Ich bin gerne am Abend im Bus. Dann gehe ich um den Abend in einem Pool mit einem Kollegen zu Nacht essen. Das kann ich auch sehr schätzen und genieße. Und wir haben es vorher lustig alles. Aber ich bin auch gerne im Bus am Abend. Da kann ich ein bisschen Musik hören, etwas essen, ein bisschen Brot, ein bisschen Käse, Fleisch.